Herzlich willkommen zur 52. Folge unseres Let's Play Horizon Zero Dawn. So, wo muss ich denn jetzt hin? Diese verdammten Osserrahmen sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Immer wenn ich näher rangehe, brüllt er los. Osaram-Sklaven haben das gebaut. Es steht uns zu. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ich dachte, Avards Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avard nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Du nennst den Tempel korrupt. Aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du glaubst nicht an den Thron, die Priester, die Armee oder die Stadt. Dann hast du hier wohl keine Autorität. Ich habe die Autorität der Sonne. Dann muss sie dir helfen. Niemand sonst wird's tun. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir.
Das Sonnenreich wird sich schon ändern, wenn man erstmal die Wellen ausgehämmert hat. Sollte man neue Präfekte wählen. Hauptsache, die Leute können sich streiten lassen. Ich würde gern mal einen mit Erin trinken. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassten, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Das Leben in Anrecht war nicht einfach. Und das Leben hier ist es auch nicht. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurück. Je länger wir hier bleiben, desto mehr wird es sich anfühlen. Maschinen jagen und nicht hier rumlaufen. Ja, mach doch. Es ist schon ein bisschen frivol. Guck mal, hier können wir doch bestimmt was handeln. Waffen verkaufe ich nicht. Outfits. Also doch eher die Rohstoffe. Da haben wir zwei, da haben wir zwei. Das sind zwei, das sind... 3. Metallgefäß. Kühlsaft. Lohn. Gut, damit haben wir ja schon mal ein bisschen was weg. Ne? Wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, die Modifikationen, die werde ich mir erstmal angucken. Gut. Feuer, Schadenverderbnis, Schaden. Hm.
Nein, das ist Abriss, das machen wir nicht. Die Schleuder. Schock geht nicht. Da haben wir auch nichts. Gut, den Rest können wir verkaufen. Verkaufen, Modifikation. Verderbnisschutz. 27, Abriss, das kann weg. Speerschaden. Das gucke ich mir nochmal an. Feuerschutz 19 und Eisschutz, da haben wir nichts. Truthahnknochen fehlen dafür. Auch Truthahnknochen, Fischgräten, Truthahnknochen, also Truthahnknochen brauchen wir reichlich. Wir können ja auch kaufen bei dem, ne? Alles. Schnellreisepakete. Okay. Dieser Gegenstand ermöglicht unbegrenztes, schnelles Reisen zu entdecken. Das heißt, wir brauchen die anderen Pakete nicht mehr, sondern wir können damit reisen, wenn ich das richtig verstehe. Sehr schön. Gut, das soll erstmal reichen. Ach, nein, ich wollte ja noch mal was gucken hier. Rohstoffe, wie sieht denn das aus mit diesen Knochen? Nee, die hat er nicht. Okay. Es scheint, als würde mit der Waffenruhe das Leben... Soll ich da jetzt laufen? Da kann ich auch hin teleportieren. Also Schnellreise. Wobei die Schnellreise wahrscheinlich länger dauert. Ne, das ging recht flott.
Und dann können wir zumindest mal speichern. Die könnten meine Schmiede nicht von einem. Ja, klasse. Ich werde meine Stiefel trocken laufen müssen. Ja, dann lauf ein bisschen schneller. Aus ins Bett reinzukommen. Eine Bad und was zu trinken natürlich. Tatkräftige Abenteurer, vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Sehr schön, damit haben wir wieder einen Auftrag erfüllt. Und Belohnungskiste haben wir. Okay. Gut. Abriss und Handhabung und Feuer. Da gucken wir doch mal. Prozent Abriss. So. Der hat 37% Abriss und auch noch bessere Handhabung. Dann nehmen wir den natürlich.
14. Oh, okay, das kann bleiben. Stolperfalle. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Knochen. Ach so, und jetzt wollten wir mal zusehen, welches wir als nächste Quest nehmen. Erstmal ein Auftrag. Dann können wir ja schon mal dahin. Ja, demnach brauchen wir jetzt diese anderen nicht mehr. Diese einzelnen Pakete, sondern mit dem können wir jetzt unendlich oft reisen. So, einmal speichern. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.